Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Aktienmarkt konnte sich zum Wochenstart von kräftigen Anfangsverlusten erholen und dann mit Aufschlägen aus dem Handel gehen. Der DAX schloss 0,68% fester auf einem 3-Monats-Hoch bei 10.120 Punkten. Schauen wir uns das detaillierter an, hier der Blick auf die Charttechnik. Der DAX eröffnete gestern mit einer großen Kurslücke abwärts und markierte in der ersten Handelsstunde ein Tief bei 9.921 Punkten. Anschließend übernahmen wieder die Bullen das Ruder und schickten das Börsenbarometer im Rahmen von zwei dynamischen Kursschüben nordwärts. Kurz vor Handelsschluss erreichte er dann ein 3-Monats-Hoch bei 10.148 Punkten. Im Tageschart bildete sich ein Outside-Day aus. Der Erholungstrend vom Februar-Tief wurde mit dem gestrigen Kursgeschehen zwar bestätigt, doch bedarf es eines nachhaltigen Anstiegs über die 10.164 Punkte reichende Widerstandszone, um verlässlich ein Ende der laufenden Konsolidierung hier zu signalisieren. Wie immer blicken wir an dieser Stelle jetzt auf vier Produktideen hierfür von Ralf Fayat. Das erste, ein Turbo Classic Bull Zertifikat, die WKN CD5 FKY, die Basis 9.850 Punkte. Dann ein Call-Optionsschein auf den DAX, die WKN CN1 S72, die Basis 10.100 Punkte. Rechnen Sie mit fallenden Notierungen, dann hätten wir ein Unlimited Turbo Bear Zertifikat, die WKN CN9 MB1, die Basis 11.119,97 Punkte und ein Put-Optionsschein auf den DAX, hier die WKN CN1 SE5, die Basis 10.100 Punkte. Nun unser Blick nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin vor Ort, zu Franziska Schimke. Franziska, was sind denn heute die Vorgaben für den DAX? Ja, gestern hat der DAX es ja geschafft, die 10.000-Punkte-Marke im Handelsverlauf zurückzuerobern und dann sogar weiter auszubauen. Und wirft man einen Blick auf die Vorgaben, dann sind die durchaus auch freundlich. Denn auch beim Dow Jones zunächst erstmal ein holpriger Start nach der Enttäuschung über die gescheiterten Gespräche in Doha. Aber letztlich schafft es der Dow, in den Vorwärtsgang umzuschalten und das erste Mal seit Juni 2015 über der 18.000-Punkte-Marke aus dem Handel zu gehen. Die Ölpreise, sie stabilisieren sich weiter, legen sogar zu. US-Immobiliendaten waren dann auch noch freundlicher. Ja, und an den asiatischen Märkten ist die Stimmung auch richtig gut. Der Nikkei 3,7% im positiven Bereich. Auch beim Hang Seng geht es nach oben. Und somit rechnen wir an diesem Dienstag mit steigenden Kursen auch zum Auftakt für den deutschen Leitindex. Das heißt, Richtung 10.200 Punkte Marke dürfte es hier zum Auftakt dann eben gehen. Und im Fokus ZDW-Daten aus Deutschland. Am Nachmittag sind es erneut Immobiliendaten aus den USA. Und auch die Berichtssaison natürlich einen Blick wert. Besten Dank nach Frankfurt, Franziska Schimke. Und wir kommen zur Marktidee. Die Walt Disney Aktie weist einen langfristigen Hossetrend auf. Das Papier kletterte vom zyklischen Tief bei 15,14 Dollar im Jahr 2009 bis auf ein Rekordhoch bei 122,08 Dollar im vergangenen August. Seither befindet sich die Walt Disney Aktie im mittelfristigen Korrekturmodus. Die bislang dreiwellige Korrektur führte den Wert bis auf 86,25 Dollar zurück. Vom dort befindlichen Support Cluster konnte er sich dann im Februar-März deutlich erholen und ging anschließend in eine Seitwärtskonsolidierung über. Im gestrigen Handel schwang sich die Aktie, begleitet vom hohen Volumen, auf ein neues 3-Monats-Hoch auf. Eine Fortsetzung der Erholung wird damit wahrscheinlich. Und auch hierfür haben wir Produktempfehlungen von Ralf Fayat. Zunächst hätten wir da ein Unlimited, ein Best Turbo Bull Zertifikat, die WKN CD3288, der Preis 1,02 €. Und dann ein Best Turbo Bear Zertifikat, hier die WKN CN2 0GB, der Preis 2,26 €. Das war die Marktidee. Wir blicken noch auf die Termine des Tages. Um 10 Uhr wird in der EU die Leistungsbilanz für Februar von der EZB vorgelegt. Um 11 Uhr folgt der ZDW-Index für die Konjunkturerwartungen im April. 13:45 wird dann Goldman Sachs sein Q1-Ergebnis präsentieren. Um 22:01 wird dann die Quartalsbilanz von Intel vorgelegt und um 22:30 die von Yahoo. Das war's mit Ideas Daily TV für heute. Morgen um diese Zeit sind wir wieder für Sie da. Bis dahin.